Hallöchen und willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Ich bin gerade auf dem Weg in die Zentrumgalerie. Ich bin in Dresden, denn wir wollen für unsere Kamera ein Makroobjektiv besorgen, weil ich bin voll der Makromensch, habe ich festgestellt, und deswegen geht's jetzt in die Zentrumgalerie. Mal gucken, was sie dort so haben. Ich war gerade im DM gewesen und habe endlich von Paola Maria das neue Produkt bekommen. In Prag haben wir auch im DM geschaut, da gab es es noch gar nicht. Und in Berlin haben wir es verpasst, im DM zu gehen, aber jetzt habe ich es. Jetzt werde ich erstmal einen Bäcker oder irgendwas suchen und frühstücken, denn wir haben heute noch nicht gefrühstückt. Oder ich habe heute noch nicht gefrühstückt. Es ist gerade genau um 11 und bevor das übertriebene Geschubse losgeht, werde ich mal in den Primark gehen. Ich brauche zwar nichts, aber ich liebe es einfach, durch Läden zu gehen und mir die Sachen anzugucken. Und deswegen gehe ich jetzt immer vor dem großen Sturm rein zum Schauen. Also im Mediamarkt haben die zwei Objektive, ein mittelpreisiges und ein hochpreisiges. Und jetzt werde ich einfach nochmal in den Saturn gehen, einfach um zu vergleichen. Mal gucken, was es hier so gibt. Ich hatte Erfolg. Ich habe ein cooles Objektiv gefunden, ein mittelpreisiges, und ich war erstaunt darüber. Ich hätte es nicht gedacht, aber Saturn hat deutlich mehr Auswahl gehabt im Mediamarkt. Crazy shit. Ich werde euch, wenn ich wieder zu Hause bin, nochmal zeigen, was genau ich heute nur alles gekauft habe. Viel ist es nicht. Im Primark habe ich eine kleine 2-Euro-Sache mitgenommen. Hier im Saturn habe ich noch auch noch eine andere Kleinigkeit mitgenommen, neben dem Objektiv. Aber sonst war ich eigentlich fast nur gucken. Ich zeige euch dann nochmal zu Hause, wie gesagt, was ich alles mitgenommen habe. Gestern kam übrigens kein Video, weil ich den ganzen Nachmittag mit Mordskopfschmerzen auf der Couch gelegen habe. Und da ging einfach gar nichts. Ich habe in New Yorker einen total süßen Rock gefunden. An dem komme ich ausnahmsweise mal nicht vorbei. Das Oberteil passt jetzt natürlich nicht dazu. Aber der ist so süß, der Rock. Cool. Da drüben ist der Zwinger mit einem wunderschönen Stadtrundfahrtbus. Ich warte gerade darauf, wieder abgeholt zu werden. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen, ich glaub's ja nicht. So, mittlerweile schon wieder der nächste Tag. Ich fühle mich schlecht, weil jetzt mittlerweile 3 Tage kein Video kam. Aber heute mache ich es besser. Heute lade ich das Video noch hoch. Und ich wollte euch noch zeigen, was ich jetzt beim Einkaufen alles so mitgebracht habe. Da hätten wir das, wofür ich eigentlich gefahren bin. Das Sigma Makroobjektiv. Das ist ein Makroobjektiv. 70 mm Blende bis 2,8 und... Ich habe es schon ausprobiert, es ist echt verdammt cool. Das ist dieses hier. So sieht das Ganze aus. Das ist die Sonnenblende. Ne? Die kriege ich jetzt mit einer Hand nicht ab. Moment. So, das ist die Sonnenblende. Und das an sich ist das Stativ. Ich will mal Stativ sagen, Objektiv. Lohnt sich. Super Anschaffung für uns auf jeden Fall. Also für mich, für uns. Dann habe ich aus dem Primark diese Shower Cap mitgebracht, weil, wie gesagt, ich wasche meine Haare ja noch nicht so oft, möchte aber trotzdem regelmäßig duschen gehen, und eine Shower Cap habe ich bis jetzt noch gar nicht gehabt. Die habe ich aus dem Primark und die war 2 Euro. Dann habe ich natürlich wieder mein Biotin mit Kieselerde. Wieder ein neues Pack, weil die halten einen Monat, aber diese Einmonatspackung ist immer recht schnell wieder leer. Aber würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der schöne Haare, schöne Haut, schöne Haare haben möchte. Kauft euch Biotin, das bekommt ihr in jedem Drogeriemarkt, DM
Rossmann oder halt auch, ich glaube sogar Netto hat das. Also kostet 3 bis 4 Euro die Packung. Und ihr bekommt echt schöne Haare davon. Und schöne Haut. Ich habe endlich von Paola Maria mein fehlendes Lovely-Produkt, beziehungsweise das neue Lovely-Produkt. Ich habe es heute schon verwendet. Also ich bin sehr begeistert. Ich habe es das erste Mal aufgetragen. Das war wie ein Prickeln auf der Haut. Also so rein richtig, wie kann man das sagen? Erfrischendes Gefühl. Die Haut hat danach gestrahlt. Ja, wie aufgepolstert, kann man sagen. Und ich liebe es jetzt schon. Also Lovely kann ich auch jedem empfehlen. Jedem empfehlen. So, jetzt haben wir es. Super, super Sache. Dann habe ich diesen hier von von Maybelline New York. Superstay 24 Stunden, ein Lippenstift. Also ich habe es ja schon erwähnt, also wer schon etwas länger bei mir dran ist, der weiß, ich bin ein totaler Lippenstift-Junkie. Und ich komme nie an Lippenstiften vorbei und ich liebe die. Dann war ich noch im New Yorker und ich war so begeistert, denn ich habe die Größe 34 bis 36 und alles, was im New Yorker war, war mir bis jetzt immer zu groß. Und mittlerweile ist es so, dass im New Yorker sogar die Größe XXS vorhanden ist. Und jetzt bekomme ich im New Yorker auch ein bisschen öfter Klamotten. Das hier ist die XS. Also das ist die XS. Manchmal passt das mir auch. Beziehungsweise jetzt bin ich auch ein bisschen mehr als vor 2-3 Jahren. Da bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich endlich zugenommen habe. Boah, es ist so hell. Wartet mal, ich lasse mal runter. Ich lasse mal ein Stück runter, dann seht ihr mich besser. Weil dazu kann ich auch was sagen. Viele Menschen denken immer, dass nur Leute Probleme haben, die jetzt etwas, ich sag's mal, so kräftig sind. Und dass die dann Probleme haben. Im Gegenteil ist das auch der Fall. Also auch wenn du zu dünn bist oder dünner bist als normal, dann kannst du auch Probleme haben, körperliche. Und das war bei mir der Fall. Im Sinne von Kreislaufproblemen, ganz schlimm. Und deswegen bin ich so froh, dass ich endlich ein bisschen zunehmen konnte, weil ihr müsst wissen, ich kann noch essen, was ich will und nehme nicht zu. Also ich könnte mir wirklich tafelweise Schokolade reinstopfen, ich nehme einfach nicht zu. Und ja, aufgrund dessen, dass ich jetzt wahrscheinlich auch einen Jobwechsel hatte und dadurch weniger Stress, habe ich endlich ein bisschen zugenommen. Also das Oberteil, es ist total niedlich, passt zu dem Rock, den habe ich euch ja schon gezeigt. Und dann habe ich noch... Ja, das ist wirklich eigentlich was ganz Feines mit Spitze unten. Mal gucken, wozu man sowas anziehen kann. Also ich denke mal, das und der Rock und dann ein zum Beispiel Blazer drüber. Das sieht sicherlich richtig cool aus. Ich habe noch die eine Sache vergessen, die ich aus dem Mediamarkt mitgebracht habe. Das hier ist ein Handy-Ladekabel. Also das funktioniert, ohne dass man das Handy ansteckt. Das geht über Induktion. Und das heißt, du legst dein Handy einfach nur drauf. Und es lädt. So, ich werde euch jetzt immer noch den Lippenstift zeigen, wie der aufgetragen aussieht. Den hatte ich auch gestern schon drauf, aber ich mache es nochmal für euch. Also, das ist so ein leichtes Pink. Nicht zu aufdringlich, ich finde es eigentlich echt hübsch. Ich mag es. Also, das ist der Lippenstift. Und jetzt möchte ich euch mal noch erzählen, was bei mir in den nächsten Tagen noch so ansteht. Also jetzt geht es natürlich wieder regelmäßig mit Videos weiter. In den letzten Tagen war das einfach, den einen Tag waren wir unterwegs, den anderen Tag hatte ich morgens Kopfschmerzen. Gestern waren wir wieder unterwegs und ja, ich war halt gestern nicht nur im Einkaufszentrum, wir waren dann auch noch zum Geburtstag. Und ja, da blieb ein bisschen wenig Zeit zum Video machen. Aber jetzt bin ich wieder da, jetzt geht's wieder weiter wie gewohnt. Und ich freue mich drauf. Was steht in den nächsten Tagen bei mir noch an? Ich muss nochmal zu meiner ehemaligen Berufsschule fahren, die Bücher wegbringen und das werde ich gleich damit verbinden, mal den Filmpark Babelsberg zu besuchen und dann nehme ich euch natürlich auch mit. Ich weiß nur noch nicht, ob ich das morgen oder übermorgen mache, das muss ich erstmal schauen. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich mich hier nicht mehr wohlfühle und dass wir hier einen Haufen Zeug rumstehen haben und ich einfach mal wieder so richtig aufräumen möchte. Also einfach mal aussortieren, was brauche ich denn nicht, was ist überflüssig, was kann denn weg. Einfach, dass man nicht so viel Zeug hortet und unnütze Dinge besitzt, die man eigentlich gar nicht braucht. Ja, und das will ich auch mal machen und dann nehme ich euch natürlich auch mit. Das ist jetzt erstmal der Plan für die nächsten Tage und das war es heute erstmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, lasst gerne ein Däumchen da. Vielen Dank, dass ihr die 3 Tage Geduld hattet. Das freut mich wirklich sehr und ich weiß es zu schätzen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.